Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Alpenpilot mit der EMC 4AP Mod. Ja, ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht mit der einen Plot-Mission, oder beziehungsweise ja, mit dem einen Plot, und zwar eine neue Heimat. Ich war da irgendwie ganz sprachlos gewesen, oder beziehungsweise hatte wirklich nicht mehr gewusst, wie das damals noch ging. Ich habe es einmal gemacht und dann habe ich es komplett wieder vergessen. Und ich habe ja mal irgendwann eine Nachricht bekommen von einem Jeffrey, was weiß ich. Und der hat das ein bisschen so erläutert und dann habe ich das wieder vergessen. Da habe ich mir gedacht, Moment, ich schaue mal noch ganz kurz bei meinem Nachrichten-Logbuch ein. Ja, nur das Problem ist, ich habe das Ganze ja mal alles wieder gelöscht, weil es war hier, es hat sich einfach zu viel angesammelt und dann habe ich mir halt mal so ein paar Let's Plays noch einmal angeschaut, ein paar Komplettlösungen und dort hieß es dann, man muss den unfokussierten Sprungantrieb benutzen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, da war mal was gewesen. Und ja, deswegen würde ich sagen, geht es dort auch gleich weiter. Was haben wir hier? Da ist die Magneta. Das ist sehr schön, dass sie zu mir kommt. Und dann hat mich auch der W88 mal darauf hingewiesen, mit der Lebenserhaltung, ob ich die überhaupt noch in das Schiff eingebaut habe. Ja, ich habe sie noch drin. Lebenserhaltung für Frachtraum, weil ich war mir selber nicht mehr sicher gewesen, weil ich habe ja ein paar Systeme noch hin und her transferiert und da war ich mir auch nicht mehr sicher gewesen, ob ich noch die Lebenserhaltung noch drin habe, alleine schon für meine Marines, weil ist sie nicht an Bord, sind meine Marines Geschichte. Und ich habe ja, naja, ich muss jetzt mal auf die Suche machen, wo meine anderen Marines sind. Fällt mir gerade auf. Okay, die werden auch irgendwo sein. Aber dann würde ich sagen, wir fliegen erstmal mit der Magneta weiter. Zuerst erstmal Warenaustausch mit der Magneta, Energiezellen. Habe ich zwar nicht mehr viele. Bringen wir rüber. Und ansonsten eigentlich nichts mehr. Da kann ich nämlich direkt rüberspringen oder beziehungsweise rüberfliegen. Hier war es gewesen. Moment, jetzt bin ich ganz durcheinander. Moment. Gerade frisch von der Arbeit nach Hause gekommen, geduscht, gegessen und jetzt hier eine Folge gemacht. So, okay. Liebes Sunlight, ich würde sagen, du fliegst erstmal. Du fliegst erstmal zur Heimat der Linie der Energie. Zum Sonnenkraftwerk. Tankst dich erstmal wieder auf mit Energiezellen. Und wir springen mit dem unfokussierten Sprungantrieb. Ah, okay. Da war ja was gewesen. Da, jetzt. Jetzt habe ich alles. Okay, genau. Ja. Und fokussierter Sprungantrieb. Ich glaube, ich habe das Ganze auch mal getestet und ja, es funktioniert. Man muss das ein paar Mal machen. So. Und dann kommt man irgendwann automatisch runter zu Sektor. Sektor Weg zur Freiheit, dankeschön. Okay, ich bin heute ein bisschen komplett unkonzentriert. Dafür entschuldige ich mich. Nur ein bisschen durcheinander. Nur ein kleines bisschen. Aber es. Ja, ich hoffe mal, das legt sich noch. Ich denke mal, ich werde heute mal zwei Folgen machen. Aber ich wollte euch mal fragen, wie lange soll ich dann solche X-Folgen machen? So 20 Minuten, 25 Minuten oder 30 Minuten? Wie gesagt, ich bin da eher sehr flexibel, was es dort anbelangt mit der Aufnahmezeit. Weil in der letzten Folge ging es ja nur 20 Minuten lang. Genau, Weg zur Freiheit, da sind wir doch. Und wie man sieht, gibt es dort auch kein Doktor.
Xenon-Schiff ist ja auch noch da hinten. Egal. Aber wieso bin ich so weit weg? Okay, bei der letzten Tour war ich, glaube ich, nicht so weit weg. Egal. Oh, wow, mit 110 Meter pro Sekunde. Na, Prost Mahlzeit. Ja, mit dem Abschleppen von den einen Bergbauschiff. Da bin ich ja einmal durch das Tor geflogen. Und dort hat sich dann dementsprechend nichts getan. Also das Schiff ist nicht hinterhergekommen. Bin dann wieder zurückgeflogen. Und ja, dort hat es einfach dort rumgestanden. Mal schauen, wie ich das noch anstelle. Bin mir auch noch nicht so sicher. Ja. Winters Alpha Omega. Message sent. Ja. Okay. Genau, wir müssen erstmal hier. Genau, abschleppen. Bergbauschiff nach Altwin 2, genau. Und Zivilisten in Gefahr. Beschütze TLA die Handelsstation. Naja. Ob das so toll ist mit einem TM-Transporter? Ich weiß nicht. Ah, ich glaube, ich habe keine Lebenserhaltungssysteme dabei, ne? Aber wieso? Oben rechts das Bild mit keinem Pilot? Das macht mich auch ein bisschen stutzig. Naja. Und es ruckelt extrem. Alleine wegen dort, weil es hier vorne der Kampf ist. Weil ich glaube, wie ich das letzte Mal mit reingesprungen bin, war, glaube ich, das Xenon-Schiff nicht da gewesen. Das M0. Bin mir auch jetzt nicht mehr so sicher. Ferngelenkter Gefechtskopf. So, genau. Die Kaffee. Und ja, das Schiff zu zerstören, das hätte so oder so nichts gebracht, weil es ja durch die Plot-Mission, durch den Plot ja dementsprechend unsterblich ist. Und mit dem Schaden, wo ich immer bekommen habe, die 25%, das hat nämlich auch daran gelegen. Das ist, sag ich mal, so ein kleiner Sicherheitsschutz ist das. Und auch die Station wird angegriffen, sehe ich gerade. Von ein paar Xenon-Schiffen. Oh, und ich muss dorthin fliegen, ohne Bewaffnung. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Spiel speichern. Weil ich sehe, es kommt, dass ich hier platze. Oh, ruckelt das. Sie sprechen mit dem Automat positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Hat man doch einen starken PC, aber keine Chance. Ich glaube, das Spiel nutzt, glaube ich, immer noch in Single Core. Also halt ein Einkerner. Und selbst mit 4,5 GHz tut sich da nichts. So, jetzt muss ich hier aber ganz schön schnell landen. Gut, er bremst relativ schnell ab. Ich glaube, unter 40 Meter pro Sekunde war immer die Landesequenz gewesen. Aber es ist auch, glaube ich, von Schiff zu Schiff ist das, glaube ich, auch immer unterschiedlich. Ja, okay. Erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Ja, die Teladis. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So. Und nun? Jetzt bin ich dort. Ich glaube, ich habe keine Lebenserhaltung dabei, ne? Wir haben einen 113 in der Bar auf Ebene 9. Ich habe, glaube ich, keine Lebenserhaltungssysteme dabei. Energiezellen. Machen wir das so. Sorry, muss sein, aber ich bin jetzt halt wirklich wieder viel zu faul für Lebenserhaltung. Für
Dings. Ja. Wieder rüber zu fliegen. Und an dem einen Schiff wieder anzudocken, also mit der Sunlight. Deswegen mache ich einfach mal so und dann will ich aber das Schiff aber dementsprechend verschrotten, verkaufen, keine Ahnung. Weil ich habe ja für dieses Schiff ja keine Verwendung. Und ich habe auch noch die Lautstärke von dem Spiel noch ein bisschen erhöht. Weil bei der letzten Tour, wie ich die Aufnahme gemacht habe, war das relativ ziemlich leise gewesen, da ich eine neue Version habe von OBS und dann hat sich dort die ganzen Einstellungen wieder, ja, vertan in dem Sinne. Und ja, muss ich die Schiffe zerstören? Muss ich wirklich die Schiffe zerstören? Mit... Na. Der argonische Militärtransporter Magnet. Was habe ich für ein Schiff an Bord? Oh. Was habe ich doch mal für Schiffe? Das W-Falls sind M4 dabei. Okay, pass mal auf. Ich glaube, ich habe das falsche Schiff, einen Discoverer Frachter. Naja, toll. Schiff wechseln. Okay. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten Sie 500... Boah, das ruckelt extrem. Jetzt habe ich ein Problem, es ist das Schiff hier gerade an der Station dran. Und da will ich nicht noch einfach mal die Station mitballern. Wow. Okay, das ging flott, das ging flott. Ich glaube, ich habe wirklich das falsche Schiff für diese Geschichte. Oh, okay. Das heißt, ich hab... Ja, das Schiff ist eigentlich ja relativ schnell. Aber... Ich will... da nichts Großartiges versuchen oder sonstiges. Ich versuch's noch einmal. Ja. Weil ich hab hier... 3 M4s, die würden mich aber dementsprechend auch sehr, sehr schnell weghauen. Boah, wenn das nicht so ruckeln würde, wäre es noch gut. Das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 500 Credits. Ja, schön. Boah. Wieso sind es einfach so viele? Liegt das mit der Mod zusammen, dass hier auf einmal so viel los ist? Liegt das mit der Mod zusammen? Bin mal nicht so sicher. Weil ich bin mal auch nicht so sicher, ob es noch jemals so viele waren. Ja, das Schiff zerlegt mich wieder. So. Ja. Ja, das ist ein... Alter, ich hatte noch 100% Schilde und 63, also 100% Hülle und 63 Schilde. Das war wirklich ein Schuss und weg. Okay. Da ich heute ein Faulenzer bin, beziehungsweise, ja, heute irgendwie,
keine Lust kann man ja nicht sagen unbedingt. Also, ja, keine Lust wieder zurückzufliegen und das andere Schiff zu holen, für dort alles Platz zu machen. Deswegen einfach mal hier. Wo ist meine Magneta? Da. Moment. Autopilot aktiviert. Ich müsste ja eigentlich andocken. Oh nee. Autopilot deaktiviert. Soll er hier nicht andocken oder was? Gott. Magneta. Aber umgekehrt geht's oder was? Die Discovery hier dort hinein oder was? Boah, das ruckelt so extrem. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Hä? Wieso will ich es nicht andocken? Ja, jetzt will sie. Gut, okay, das war eigentlich jetzt nur ein Schiff gewesen, wo, wo ich jetzt zerstört habe. Ich dachte, ich müsste die anderen zwei auch noch erledigen. Okay, der hätte es eigentlich schon nur gereicht, wenn ich schon mit der Discovery noch das eine Schiff dort zerstört hätte. Dann, ja. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte. So, oh, 91 Passagiere. Okay. Habe ich die an Bord? Ja, habe ich. Nach Elenas Glück. Ja. Auf geht's. 10%, 20. Da ist mir wirklich noch die Zigarette ausgegangen. So, okay. Militärische Außenposten. Wird ja eh nochmal nichts bringen, die Screenshots zu machen. Weil ich muss der Dame letzte Woche eine Folge dreimal hochladen. Ja, dreimal insgesamt hochladen, die eine und selbe Folge, weil einfach kein Thumbnail angezeigt worden ist. Also da war einfach dieses grau-schwarze Bild, dieses gekrieselte Zeug. Keine Chance. Ich habe da gestanden, ach, was ist denn das jetzt da wieder? Hab dann versucht, die ja, bearbeitete Version wieder hochzuladen. Also was heißt bearbeiten in dem Sinne? Ich musste ja die Datei verkleinern, weil eine Datei oder beziehungsweise ein Video, was ich schon mal hochgeladen habe und gelöscht habe, was nochmal dieselbe Größe entspricht, also das geht glaube ich schon auf den Kilobyte-Bereich, wird dann nicht mehr unterstützt. Und dann habe ich ja gestanden, ja toll, da muss ich wieder das Bild, das Video nochmal rendern und aber es hat ja trotzdem noch funktioniert, beim dritten Versuch halt. So, und nun? Ja, 91 Passagiere sind da. Elenas Glück, militärische Außenposten, ja. Militärische Außenposten. Aha. Nachricht. Muss ich erstmal abdocken, okay. Maschinencode zu sein. Hier ist die Nachricht. Ja, toll, ich kann damit nichts anfangen. Hä? Immer noch? Ich hab immer noch die Passagiere an Bord.
Vielleicht jetzt, ja? Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Aha. Eingehende Nachricht. Ja, genau, Jeff. Jeff Maxen hieß er, bei dem ich ja die Nachricht bekam. Vergeltung der Königin, okay. Aufgrund seiner Dankbarkeit und Rettung für die ganzen Unsere Flüchtlinge sind. Okay. Riesenschiffswerft nimmt schrottreife Die Schiffe könnte jetzt zu wohl günstigen Konditionen. auf ihr Konto erwiesen, ja. Ist nur die Frage, wie viel ich bekommen habe, ne? Wahrscheinlich nicht viel. Egal. Vergeltung der Königin. Ich habe das, glaube ich, noch nicht. Doch, habe ich schon entdeckt. Oh, Bohrer und Geschützturm, was rot ist. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber wir fliegen erstmal zur Linie der Energie. Holen unsere Sunlight wieder. Und dann fliegen wir rüber. Linie der Energie. So, erstmal hier. Gelandete Schiffe, jawohl. Sunlight. Volle Suppe. Energiezellen. Kommandos, folge mir. Akzeptiert. Angreifer. Und dann werde ich rüberspringen. So, Schiff wechseln. Dip, 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 dip. So, meine Magneter. Dockt an zu Argon Schiffswerft. Erlaubnis erteilt. Sprungantrieb nicht Nein, aktiviert. stimmt ja. War ja Kommando was gewesen. akzeptiert. Warenaustausch mit. Wollte schon gerade sagen. Sprungantrieb transferiert. ansonsten nichts Besonderes hier noch mit dabei, ne? Nee. Okay. Vergeltung der Königin, bitte. Nicht CV. Ich glaube, das Bohrengeschützturm wird wahrscheinlich noch verfeindet sein mit mir. Ich bin mir auch nicht so sicher. Ja, ist es. Bohren-Schiffswerft. Oh, ihr habt ja auch viele, viele Stationen an Bord. Kristallmine XL. Chipwerk XL mit 15 Millionen Credits. Oh, yep. Eine schwere Hydra? Diese neue. Aurelia? Ja, wollte ich gerade sagen, weil der Name Aurelia kommt mir aber nicht bekannt vor. Ein Zerstörer. Oh. Okay. Oh, wir sitzen aus. Mein Besitz. Oh, ganz, ganz schlecht. Eieieiei. Ironbolts hat Geld abgeschmissen. Draconia dead auch. Diese mysteriöse. Und du hast noch mal nichts. Wie viel habe ich noch? 26, fast 27.000. Oh. Eieieiei. Weil ich will jetzt nicht unbedingt mein ganzes Geld, Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen mein ganzes Geld in die Siliziumscheiben setzen. An Bord zu begrüßen. Verbindung zum Ja, wie heißt er? Ah, Gagawa. Oh Ich Gott. wäre erfreut, Ihnen zu Diensten sein zu können. Eingehende Nachricht. Oh, hallo und willkommen, mein geschäftiger Freund. Du willst mal Bolo. Nee. Bola hier war. Wieso habe ich immer mit Bolo hier? Also die Sprache der Bohren, das finde ich schon geil. Mein knuddeliger Freund. Okay. Outwin zu studieren. Okay. Das heißt, nach Eingehende Outwin. Nachricht. Okay, auf nach Altwin. Ach so. Ach so.
Hä? Moment, ich konnte doch immer nach Old Twin springen. Ist die Sprungboje, wurde die zerstört? Hä? Es gab doch mal eine Sprungboje. In Old Twin. Erreiche System, Aldrin 2. Au. Oh. Ich hab die Sprungboje wurde zerstört. Moment mal. Moment. Ich kann doch diesen Tod. Diesen Tod-Sprung machen. Oh Gott, ey. Als haben wir das Grüßen, da ist die Null. Nee, geht nicht. Hä? Moment, wieso geht das nicht? Eingehende Nachricht. Was? Geht das nur im gleichen Sektor? Nö, ne? Hä? Geht das nur im Sektor, wenn man... Oh, was ist das da für ein Schiff? Wenn man im Sektor ist? Ah, die Galaktika. Immer schön den Geleitschutz, okay. Oh. Wieso kann ich den Todsprung nicht machen? Erreiche System, Aldrin. Spießrutenlauf, finde Bolahi. Da oben. Hä? Wieso kann ich den Touchsprung nicht mehr machen? Hä? Wieso? Moment. Hä? Was? Was fehlt mir denn da? Aber ich hab doch eigentlich alles. ATM-Spezialarbeit und keine Ahnung. Turbo-Booster brauche ich momentan nicht. Sprungantrieb, Spezialsoftware MK1. Reiseantrieb. Reparaturkosten, okay. Ah doch, hier, Punkt-zu-Punkt-Sprungantrieb. Hä? Hat die stehen nicht installiert? Habe ich den nicht installiert? Altwin. Unbekannte Altwin-Basis. Es sind keine Informationen über die Installation der Aldrin-Kolonie vorhanden. Okay, da wäre da gewesen mit 1,2 Millionen Credits. Hä? Auf welchem Schiff hatte ich mal noch den... Punkt zu Punkt... Ich weiß das gar nicht mehr. War das noch auf einem anderen Schiff gewesen? Nee, geht auch nicht. Hä? Okay. Moment mal. Was ist denn das? Wieso geht denn der Punkt zu Punkt nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, ich hab den aber auf diesem Schiff drauf. Ist er kaputt? Das muss ich jetzt mal nachschauen. Weil nicht, dass ich da jetzt da umsonst mir das erschüttet habe. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Es tut gut, Freunde an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen falsch. Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, Punkt-zu-Punkt-Sprungantrieb. Der ist installiert. Okay. Ich wäre... Ja, kenne ich. Eingehende Nachricht. Jetzt müssen wir nach Altwin fliegen. Ja. Eingehende Nachricht. Ja. Altwin? Sprungantrieb wird geladen. 20. Oder habe ich das... Nee, ich habe auch nicht falsch ausgewählt, oder? System, Aldrin 2. Steuerung? Oberfläche?
Springt zum Punkt, Todd. Noch einmal alles nachschauen. Schiff entern. Ja. Ausrichten. Nee, das ist die Null. Wie gesagt, ich drücke die Null. Es erscheint das hier. Wähle Koordinaten. Ja, hier geht's. Hä? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Hä? Wieso geht denn das jetzt da? 80%, 90%. Initiiere Schwung. Nur hier? Erreiche System Altrin 2. Ja, nur an Altrin selber geht's nicht. Okay. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg dort hinten hinfliegen. Beziehungsweise die Sprungtore nutzen. Okay, hier geht es. Das bedeutet, ich kann das nicht in diesem System benutzen. Warum auch immer. Wenn es hier geht, in Altwin 2. Aber in Altwin selber nicht. Ich probiere es noch einmal. Null. Es erscheint nichts. Es passiert nichts. Okay. Das bedeutet dann, ich würde da hinten mal, das Tor anvisieren. Das sind ein paar Kilometer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, also, bis dann. Tschüss.